Wir stehen hier am Ufer der Elbe in Schachwitz. Im Hintergrund das Schloss Pillnitz, die Elbe, hier das Grün der Elbwiesen. An diesem Wochenende beginnen die Schulferien in Sachsen. Die Kinder freuen sich auf die freie Zeit und auch wir Erwachsenen hoffen auf schöne und erholsame Urlaubswochen mit vielen schönen Eindrücken. Wasser, Inseln, Fähren, der Fahrradweg, Wandern, all das Grün, für das alles steht dieser Ort hier. Von hier wollen wir einen kleinen Gruß mit in diese Zeit geben. Wir, das sind Chorsängerinnen und Sänger aus Leuben und Schachwitz, Kantorin Katharina Reibiger und wir Pfarrer Joachim Grönert und Markus Beulich. Möglich ist dies nur durch drei Personen hinter der Kamera und am Computer: Thilo Gürtler, Thomas Kopfsch und Holger Pahlen. Aber nun lade ich Sie ein, mit in die Kirche zu gehen, in die Stephanuskirche hier in Schachwitz, und singen gemeinsam Schiff Ahoi. Hallo Markus, ein tolles Lied, jetzt so kurz vor dem Sommer, gesungen von den Chorsängern aus unserer Kirchgemeinde Dresden-Ost. Schon vor ein paar Monaten hatten wir uns ja für diese Online-Andacht vor der Sommerpause verabredet. Damals wussten wir noch nicht so richtig, wie sich die Situation entwickelt und welche Möglichkeiten der Sommer bieten wird. Jetzt stehen wir hier in der Nähe der Elbe, sehen die kleinen Schiffe am Yachthafen bei der Pillnitzer Elbinsel und merken, dass doch schon wieder ganz schön viel los ist. Die Leute wollen raus, sie wollen sich treffen, wollen miteinander reden und Sonne tanken, auch in den Biergärten sitzen. Und sie sehnen sich wohl alle nach Urlaub. Wie hatte der Chor gesungen? Haben wir ein Jahr verschlafen? Irgendwie haben die Corona-Beschränkungen uns ja ganz schön eingeschränkt und die Sehnsucht nach Freiheit, nach Reisen, nach Urlaub, nach Begegnungen, die kann ich schön gut nachvollziehen. Hallo Joachim, das geht mir ganz ähnlich. Ich freue mich, dass nach so langer Pause wir wieder in unseren Gottesdiensten singen können.
Die Chöre können wieder stattfinden, die Posaunenchöre proben, die Gruppen und Kreise treffen sich wieder. Schön, das Miteinander, das hat ganz schön gefehlt. Auch wenn wir Online-Gottesdienste gehalten haben, auch wenn wir Videokonferenzen hatten, um in Kontakt zu sein, auch mit persönlichen Briefen haben wir versucht, Nähe zu halten. Selbst die Chöre hatten eine Quasselrunde eingerichtet und manche 80-Jährige wünschte sich von ihren Enkeln einen Laptop und eine Kamera und ließ sich einweisen, um dabei zu sein. Toll! Auch unser Aufnahmeteam ist größer geworden und damit auch die Möglichkeiten, die wir online haben. Aber trotzdem, alles sehnt sich nach persönlichen Begegnungen und nach Rausgehen und nach Urlaub. Ich auch. Mir fällt hier draußen ein Psalmvers ein, den wir manchmal mit den Konfis gebetet haben. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so weit die Wolken stehen. Danke Gott für die Möglichkeiten, die du uns jetzt wieder schenkst. Danke für den Sommer, für die Menschen, für den Gesang. Das Herz wird tatsächlich weit, wenn ich mir das so alles überlege. Kannst du dich noch an unsere Fortbildung für die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenbezirkes im Pastoralkolleg Meißen erinnern? Da gab es angesichts einer doch oft recht pessimistischen Sicht auf den Alltag die Anregung, sich Positivlisten anzulegen, sich also in Listen aufzuschreiben, was wir jeden Tag so auch an Schönem beobachten können oder was mir so begegnet. Fallen dir dazu nach der langen Corona-Klage ein paar Stichworte ein? Wenn ich ehrlich bin, muss ich da gar nicht lange überlegen. Schon am Morgen, wenn ich aufwache, da zwitschern die Vögel im Laubegaster Fackerten. Es grünt, es blüht. Neulich bin ich mit meiner Frau mit dem Rad durch den Spreewald gefahren. Wunderbar, Gottes Schöpfung, herrlich. Einfach schön. Und es gibt wunderbare Menschen in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde. Gemeinsam Dinge tragen, gemeinsam Dinge erleben, Freud und Leid teilen. Ist das nicht wunderbar? Gute Gemeinschaft, die trägt, die macht vieles leichter. Und guck mal, hier hinter uns, die Boote, die machen Lust auf Urlaub. Die grüne Insel, auch hier zwitschern die Vögel. Ist das nicht klasse, Joachim? Ja, ich finde es einfach toll, jetzt im Sommer hier draußen die Natur zu erleben und hier an der Elbe schon so etwas wie Urlaubsfeeling zu empfinden. Ist es nicht toll, dass wir das so erleben können und dass wir für Gottes Güte dankbar sein dürfen? Ich jedenfalls will versuchen, in den nächsten Wochen auch meine Positivliste weiterzuschreiben. Und ich lade Sie, liebe Zuschauer, ganz herzlich dazu ein, das auch einmal zu versuchen. Das lässt uns nach vorn schauen, die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, dankbar in den Blick zu nehmen und dann auch gestärkt aus dem Urlaub zurückzukehren.
Ich lade Sie ein, mit uns mit Worten nach dem 36. Psalm zu beten. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen. Amen. Geh mit Gottes Segen. Erhalte schützend seine Hand über dir, bewahre deine Gesundheit und dein Leben und öffne dir Augen und Ohren für die Wunder der Welt. Er schenke dir Zeit zu verweilen, wo es deiner Seele bekommt. Er schenke dir Muße, zu schauen, was deinen Augen wohltut. Er schenke dir Brücken, wo der Weg zu enden scheint, und Menschen, die dir in Frieden Herberge gewähren. Der Herr segne, die dich begleiten und dir begegnen. Er halte Streit und Übles fern von dir. Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit und deine Füße stark. Der Herr bewahre dich und uns und schenke uns ein glückliches Wiedersehen. So segne und behüte dich der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.